Jo Leute, ja, hier ist wieder euer MRC Let's Play. Heute mit dem zweiten Teil meiner Sonic Boom Countdowns. Jupp. Heute mal mehr kurz als wie gestern. Ja. Und wir legen auch gleich los. Und zwar mit Sonic the Hedgehog 2. Gut. Okay. Wie gesagt, das ist der Nachfolger, 92 erschienen. Erstmals Tails zugestoßen. Und hatte sogar schon hier Zwei-Spieler-Modus. Okay. Und nächste Woche gibt's noch den Sonic and Knuckles und dann Jäger, aber gleich über zu etwas aktuelleren Sonic-Titeln. Bis zum Release. Also bis Donnerstag vor Release. Wie gesagt, hier mache ich nur eine Zone. Das betrifft auch den Boss. Ich möchte es möglichst kurz heute mal halten, weil ich es gerade auf den, naja, letzten Drücker eher mache. Ja. Naja. Und da werde ich auch schon genadelt. Und wie auch immer. Hier sind keine drei Acts, sondern nur zwei. Wie sagt die... Naja. Ich erwisch mich immer wieder mit dem wie gesagt. Oh yeah. Ja. Bong bong. Gleich kommen wir auf, treffen wir auf Robotnik. Wollt mach mal zwei Zonen. Wäre ja sonst zu kurz. Bams. Autsch. Ab dafür, Schrottnik. So, jetzt kommt die Chemical Plant Zone. Wobei ich den Generations Mix auch richtig genial finde von Chemical Plant. Es gibt aber auch einige, die diese Musik auch remixed hatten. Unter anderem, ja, ich darf es nur erwähnen, von denen gefallen mir die Sonic Remixes besonders gut, und zwar Jamin J. Unter anderem hat er auch zu der Emerald Hill Zone ein Remix gemacht. Mal sehen, vielleicht spiele ich das sogar mal kurz am Ende, lasse ich das kurz einspielen hier, Emerald Hill. So, einmal durch die Röhre. Ja, da guckst du die Röhre. Und einmal abwärts. Gut. Wow! Act 1 Chemical Plant cleared. Gut. Und weiter geht's mit Act 2. Und dann war's das auch. Nee, irgendwie habe ich bei der Musik einen richtig fetten Ohrwurm. Naja, besonders ist euch jetzt ja die Musik von der Green Hill Zone. Das nur mal am Rande erwähnt. Das bleibt allen Sonic-Fans im Ohr.
die Green Hill Zone. Und hier den Shitstorm hier mit Sonic Boom Lyrics Aufstieg kann ich sowieso nicht nachvollziehen. Den werde ich auch nicht nachkommen. Hier, wie auch mal. Ich hab's ja schon jemand beantwortet, in den geschrieben hab, man sollte ein Spiel vorher selber gespielt haben. Und ich werde es auch selber spielen. In so einem Let's Play. Für mich wird's blind. Ein blind Let's Play. Und Zerquetschung. Eine Quetschparty. Und ich hab keinen Checkpoint. Erwischt. Na, hier zeige ich euch mal den Cheats nicht, weil ich die nicht so im Kopf hab. Dazu müsste ich erst den am PC was machen. Und den spiele ja an der Konsole. Auf meinem PC das ein bisschen minimal. Das würde mir so ein bisschen stören. Ruckelt. Hier läuft sogar noch gut. Ringe! Meins! So. Gut. Dann wollen wir mal. Wow! Ha! Quetschung! Nein, auf denselben Trick falle ich nochmal rein. Oh ja, Megamack. Jetzt heißt es ersaufen. Na, ein Glück. Die Musik, die geht mir genau unter der Haut hier, wenn die gleich kommt, die Trinkenmusik. Besonders die 16-Bit-Version, die ist ja richtig bedrohlich. Zum Glück ist die jetzt gerade nicht eingespielt worden. Das heißt, richtig aufpassen, denn da unten wartet der Tod. Genauso wie Robotnik, der will uns ans Leder. Wow, geschafft. Jo, Leute. Das war's für den zweiten Teil. Der nächste Teil kommt kommende Woche, Montag, in der, ich sag mal, in der Release-Woche von Sonic Boom. Okay. Wie immer, wenn's euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und ich würde mich auch sehr gern über einen netten Kommentar von euch freuen. Und wir sehen uns im nächsten Teil des Countdowns wieder. Und besonders zu Sonic Boom! Lyrics Aufstieg! Ab den 22. November. Okay. Tschüss und reingehauen. Ich bin euer MSC Let's Play. Und bis dann!